2. Gibt es eine monatliche Hinzuverdienstgrenze bei Rente wegen voller Erwerbsminderung von maximal 1638 Euro? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, das Thema Hinzuverdienst und Rente wegen Erwerbsminderung ist komplex, es ist schwierig. Viele Fragen kommen immer wieder auf uns zu. Vor allen Dingen dann auch die Frage, wie viele Stunden darf ich denn eigentlich neben einer vollen Erwerbsminderungsrente oder teilweise einer Erwerbsminderungsrente dazu verdienen? Und dann kommen dann immer sonderbare Beispiele. Ich mache das, das und das. Ich sage immer nur eins, meine Damen und Herren, halten Sie sich bitte an die gesetzlichen Stundenvorgaben. Bei Rente wegen voller Erwerbsminderung dürfen Sie nicht mehr als 3 Stunden dazu verdienen, also unter 3 Stunden pro Tag, bezogen auf eine 5-Tage-Woche. Das heißt also unter 15 Stunden in der Woche. Und bei einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung ist das Limit auch ganz klar festgesetzt, unter 6 Stunden. Das heißt also bitte nicht 6 Stunden, sondern unter 6 Stunden, also maximal bezogen auf auf eine 5-Tage-Woche, dann weniger als 30 Stunden in der Woche. Wenn Sie über diese Grenzen hinausgehen, liegt dann die entsprechende Erwerbsminderung nicht mehr vor. Es gibt eine ganz große Ausnahme, das ist der Paragraph 43 Absatz 7. Das ist diese neue Arbeitserprobung, die seit 01.01.2024 gilt. Finde ich, ist eine prima Regelung. Dazu habe ich aber auch schon entsprechende Beiträge und Videos gedreht. Ja, meine Damen und Herren, jetzt zum eigentlichen Thema. Gibt es denn wirklich eine monatliche Mindesthinzuverdienstgrenze ab 2025 in Höhe von 1638 Euro monatlich? Und zwar habe ich das gelesen in einem Beitrag der Zeitschrift Echo, und zwar von dem Verfasser, ein Herrn Adrian Kilb, verfasst am 01.10.2024 unter der Überschrift Rentenänderungen ab 2025, 1,8 Millionen Menschen profitieren in Deutschland. Das ist erstmal so im Groben und Ganzen ganz richtig. Dort hat der Herr Kilb uns dann mitgeteilt, dass eben Bürgergeldempfänger auch ein bisschen mehr Geld verdienen können, also 20% da sozusagen von den 538 Euro behalten dürfen. Aber auch Senioren und auch EM-Rentner können, die weiterarbeiten können, also sozusagen mehr in der Tasche haben. Und das betrifft vor allen Dingen dann auch die Hinzuverdienstgrenzen für erwerbsgeminderte Rentner, die ja laut Aussage von Herrn Kilb ab 2025 steigen sollen. Ja, also rund 1,8 Millionen Menschen könnten dann ein paar Euro mehr im Geldbeutel haben. Ja, soweit, so gut. Und hier hat der Herr Kilb uns dann nochmal gesagt, wie die Hinzuverdienstgrenzen steigen werden. Bei der vollen EM-Rente sind es dann anrechnungsfreier Hinzuverdienst 19.661,25 Euro. Und bei der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung sind es 39.322,50 Euro anrechnungsfreier Hinzuverdienst ab 2025. Und dann macht der Kilb Folgendes. Dann zeigt er uns das und dann kommt genau der Satz, wo ich dann leicht mit dem Kopf schüttle und sage: Na, Herr Kilb, wo haben Sie denn das jetzt auf einmal her? Bei voller Erwerbsminderung dürfen Rentner nach dieser Rechnung maximal 1638 Euro im Monat aus einer Beschäftigung dazu verdienen. Sind sie teilweise erwerbsgemindert, sind es dann noch knapp 3276 Euro, die sie monatlich dazu verdienen dürfen. Ja, meine Damen und Herren, diese Aussage von Herrn Kilb ist schlicht und ergreifend falsch. Sie ist contra lege. Ich muss das wirklich so sagen, weil Herr Kilb wahrscheinlich das Hinzuverdienstrecht bei EM-Renten nicht so genau kennt. Er hat zwar schön recherchiert und hat das auch mit den Tabellen toll gemacht, aber er hat leider nicht verstanden, oder vielleicht, wenn er jetzt mein Video sieht, wird er es dann verstehen, dass es nach dem geltenden Recht, Paragraph 96a, SGB 6, können Sie bitte alle nachlesen, es keine monatliche Hinzuverdienstgrenze gibt, sondern wir haben grundsätzlich nur eine Jahreshinzuverdienstgrenze, entweder bei voller Erwerbsminderungsrente oder bei teilweiser Erwerbsminderungsrente. Diese Hinzuverdienstgrenzen werden auch nicht gequotelt. Das heißt also, ich habe das an zwei Fallbeispielen im entsprechenden Textbeitrag auf rentenbescheid24.de, den ich auch dazu schon veröffentlicht habe,
dann auch nochmal klar gemacht. Wenn Sie ab 1. Januar 2025 eine volle EM-Rente haben und Sie verdienen im Januar 2025 genau diese 19.661,25 €, dann ist Ihr anrechnungsfreier Hinzuverdienst im Jahr 2025 ausgeschöpft. Gleiches gilt auch bei teilweise Erwerbsminderungsrente. Wenn die Rente zum Beispiel ab 1.6.2025 beginnen würde, dann würde auch die Hinzuverdienstgrenze von 19.661,25 € ab diesem Zeitpunkt gelten. Und dann wäre die Rechnung von Herrn Gilb dann falsch. Dann müsste er nämlich diese 19.600 € dann durch 7 dividieren und dann hätte er einen höheren anrechnungsfreien monatlichen gequoteten Hinzuverdienst, was natürlich rechtlich gesehen überhaupt gar nicht vorgesehen ist. Das heißt also, meine Damen und Herren, der Gesetzgeber schreibt Ihnen nicht vor, wie viel Geld Sie im Monat per se der Höhe nach hinzuverdienen dürfen, sondern er sagt, verdienst du, lieber EM-Rentner, mit einer vollen Erwerbsminderungsrente nicht mehr als diese 19.661,25 €, dann rechnen wir dir nichts an. Das heißt also, es kann sein, dass du das im Monat Januar mit 5.000 € verdienst, im März auch mit 5.000 €, dann im Oktober nochmal mit 5.000 € und den Restbetrag 4.661,25 € verdienst du im Monat Dezember. Dann bist du genau in dieser Grenze, dann nehmen wir dir nichts weg. Deshalb ist diese Darstellung, die hier in der Zeitschrift Online-Zeitung Echo hier dargelegt worden ist, falsch. Es gibt grundsätzlich keine monatliche Vorgabe, wie hoch der Hinzuverdienst bei einer Erwerbsminderungsrente sein darf. Wir haben nur diese Grenzen. Übersteigt der Hinzuverdienst diese Grenzen, wird das, was oben drüber hinaus verdient wird, dann zu 40%. Auch wiederum bezogen auf die Quotelung, auf die Rente monatlich heruntergebrochen angerechnet. So ist die Rechtslage, meine Damen und Herren. Und deshalb kann ich nur eins sagen, es gibt keine monatlichen Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.